So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt erstmal ausgeschlafen hier. Und dann frage ich doch nochmal nach, wie das hier jetzt ist mit Frühstück. Ja, without breakfast heißt tatsächlich, die haben noch nicht mal Frühstück hier. Aber ein Supermarkt ist hier, der hat hier auch am Sonntag geöffnet. Ich dann also in den Supermarkt, oh Gott. So, frisches Obst und Gemüse, das scheint ihr ja wohl kaum zu kennen. Dafür alles, was hier rumsteht, added with Vitamin F, added with Vitamin A. Und ich meine, das ist fettlöslich. Und wenn man dazu von zu viel isst, dann ist das giftig. Es scheint ja nicht zu stören. Das Wasser hier kann man übrigens auch nicht trinken, was aus dem Mahn kommt. Eigentlich noch nicht mal die Zähne putzen, weil das nämlich geklort ist, aber nicht zu knapp. Das habe ich denen gesagt. Und was sagt er mir? Ma'am, that's not dangerous. Das ist auf einmal nicht gefährlich. Mein Fleisch, ja, aber das nicht. That's not dangerous. That's for the disinfection. And we make it with chicken, for example. Und damit wollte er mir doch tatsächlich sagen, dass die ihre Hähnchen, wenn sie sie geschlachtet haben, in Chlor tauchen, um die zu desinfizieren. Ich glaube, ich spinne hier. Ich esse hier jedenfalls kein Hähnchen. Obwohl, ich frage mich allmählich, was ich hier überhaupt essen kann. Denn ich habe da ja mit einem Freund jetzt drüber gesprochen. Der ist ja jetzt ein Freund geworden, der Professor. Der wohnt ja nämlich auch. Eine Etage unter mir. Ist ja ganz gut. Da habe ich jemanden, den ich schon so ein bisschen kenne. Wir haben uns gestern noch ganz nett unterhalten. Und der hat mir gesagt, das ist so ein Freihandelsabkommen geplant. Das heißt TTIP. Und wenn das erstmal durchkommt, dann wäre das bei uns alles so wie hier. Dann können die da auch das Trinkwasser, das Leitungswasser einfach kloren, dass das da riecht wie ein Schwimmbad. Und unsere Hähnchen, Schwarzbrot gibt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Haben die nämlich nicht im Supermarkt. Dafür haben die Aspirin-Tabletten. Die verkaufen sie dann wiederum im Supermarkt. Kirschgeschmack, Waldmeister-Geschmack, Zitronengeschmack zum Kauen. Und einen Zahnarztbohrer habe ich gesehen, zum Selberbohren. Der hat mir gesagt, mein Freund jetzt, dass das hier auch keine gesetzliche Krankenversicherung gibt. Und dann meinte er, für mich als Schauspielerin sei das mit dem TTIP besonders schlimm, denn die individuelle Filmförderung, hat er gesagt, und das ist so, wenn Filme zum Beispiel über Hamburg sind und für Nicht-Hamburger nicht so interessant, also sich finanziell nicht so lohnen tun, dann kann man da Mittel beantragen, öffentliche. Aber weil das dann ja alles gleich gemacht wird, könnte dann jeder Mittel beantragen, auch Paramount Pictures, und das kann sich keiner mehr leisten, also wird niemand mehr was bekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, da wäre doch der Hund in der Pfanne verrückt in diesem Land. Ich habe mir das alles so schön vorgestellt. Heute ist ja nun Sonntag und da dachte ich, ruf dich aus, um dann da am Montag fit nach Paramount Pictures zu gehen. Wenn ich jetzt eine Rolle kriege, wie soll ich das in diesem Land hier überhaupt aushalten? Wobei, gegen das TTIP, da soll es ja Unterschriftenaktionen geben. Und normal interessiere ich mich ja nicht für Politik, aber geklorte Hähnchen gegen verändertes Getreide. Ach so, die Arbeitsschutz-Dings da, wie heißt das? Bestimmungen sollen angeglichen werden. Das heißt, dann haben wir keinen Mindeststundenlohn mehr von 8,50 Euro, den wir ja jetzt endlich mal haben, wenn wir als Komparsen arbeiten, sondern wieder viel weniger. Dann haben wir auch keine Krankenversicherung mehr wahrscheinlich. Alles ist geklort. Aber ich habe ja auch einen Vorteil. Ich kann ja Aspirin im Supermarkt kaufen. Na toll. Na. Ich werde mir jetzt jedenfalls die Stimmung erstmal nicht verderben lassen. Irgendwas muss an diesem Land ja nun auch gut sein. Und jetzt erstmal nach meinem Frühstück hier. Ich hatte jetzt zum Glück noch Schwarzbrot mitgenommen. Das wollte ich ja dem Typen von Paramount da schenken. Soll ja ganz verrückt danach hier sein, weil es das eben nicht gibt. Das wusste ich ja schon. Ich habe mich ja vorbereitet. Darum muss ich das jetzt eben selbst essen. Kann ich ja nicht ändern. Und wem der Orangensaft ist, das sage ich übrigens nur, wenn die Firma mir dafür auch was bezahlt. Product Placement nennt sich das ja. Und dann wird das hier schon irgendwie weitergehen. Jedenfalls, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich nicht.
Und jetzt kümmere ich mich erstmal um die Unterschriftenaktion im Internet. Da kann man das nämlich auch machen. Und Sie hören dann wieder von mir. Und haben Sie noch einen schönen Sonntag.